Ja, liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbader, verehrte Gäste von nah und fern, zunächst mal von meiner Seite auch ein herzliches Moin miteinander. Und das klingt gut. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich auch nochmal begrüßen zum 65. Blütenfest hier in Wiesbaden. Ganz besonders freut es mich natürlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Schirmherrn gefunden haben, traditionsgemäß auch ein Minister der Landesregierung aus Hannover. Und hier ist heute unser Innenminister Boris Pistorius. Und ich bin wirklich gern gekommen zum 65. Blütenfest. Willy Brandt hat mal gesagt, die besten Reden sind die kurzen. Und noch besser sind nur die, die man nicht gehalten hat. Da bin ich schon, dass ich jetzt mehr mit Willy Brandt verscherze. Also von daher mache ich es kurz und schmerzlos. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin stolz auf die Wiesmoor, was sie hier seit 65 Jahren auf die Beine stellen. So, jetzt wollen wir die Damen erlösen. Die werden schon ganz nervös. Wir schwitzen, obwohl sie oben frei sind, ja? Ich stelle jetzt im Einzelnen die Bewerbenden für dieses Jahr vor. Imke Wendeling aus Josephine. Ich bin bodenständig, ich bin freundlich, ich bin ehrlich, ich bin kontaktfreudig und deshalb entscheidet euch einfach für mich. Wählt mich. Startnummer 2 ist Nele Schellenberg aus Schlagholz. Ja, ich habe bei der Wahl mitgemacht, weil ich in den letzten Jahren immer am Blütenfest beteiligt war. Da drüben sitzt auch meine Tanzgruppe. Okay, muss das vielleicht ganz kurz erklären? Ja, mit den Mädels war ich in den letzten Jahren immer beim Chor so beteiligt. Wir hatten auch Auftritte beim bunten Programm zum Beispiel. Und ich wollte unbedingt mal mittendrin sein und nicht nur dabei. Deshalb bin ich heute hier. Mit der Startnummer 3, Deike Papken aus Schwerzofen. Ja, bei dieser Wahl mitzumachen. Ich war die ganzen letzten Jahre mal hier, habe mitgewählt. Ich stand an der Kursestrecke, habe die bunten Kleider bewundert und habe mir irgendwann gedacht, ich möchte auch mal hier stehen, mittendrin dabei sein und Wiesmoor präsentieren. Denn für mich ist Wiesmoor eine so tolle Stadt. Mit der Startnummer 4, Charlene Rühlsheim aus Südbrockerland. Das Amt als Blütenkönigin stelle ich mir ziemlich spannend vor und sehr aufregend, weil der Weg alleine hierher war schon sehr spannend und aufregend. Wir können auf jeden Fall auch wahnsinnig stolz auf uns alle sein, alleine schon bisher gekommen zu sein. Das und je nachdem, genau, wer es von uns wird, das kann ein spannendes und spaßiges Jahr haben. Mit der Startnummer 5, Anna Karina Behrens aus Wiesmoor. Ich habe schon von Kindestagen auf an mit meiner Uroma, Oma Mimi, davon geträumt, eines Tages hier zu stehen. Es war ein großer Wunsch von ihr, mich einmal hier zu sehen. Diesen Wunsch wollte ich ihr erfüllen. Und außerdem liegt mir die Tradition Wiesmoor, wie ich, sehr am Herzen, weil es einfach meine Heimat ist. Wir leben hier mitten im Herzen Ostfrieslands. Und ich möchte auch, dass meine Kinder eines Tages hier aufwachsen. So, weiter geht's mit der Nummer 6. Leska Antonia Schmidt aus Josephine. Die Wiesmoor ist eigentlich heimisch, sicher, finde ich. Ist ziemlich grün für eine Stadt, war ja früher auch ein Dorf, hat man ja noch miterlebt früher, dass das ein Dorf war und zur Stadt geworden ist. Ja, hat tolle Restaurants, ein tolles Hallenbad, tolle Menschen. Last but not least, Sabrina Kartenberg aus Wiesmoor. 20 Jahre. Ich habe eine Wette verloren, also die Übeltäterin sitzt ja auch irgendwo an, wo bist du denn? Da und sitzt ja. Das war ganz doof. Letztes Jahr auf dem Blütenfest. Ja, da haben wir halt eine Wette aufgemacht. Ich komm zu dir, okay? Ja. Ja. Da haben wir halt aufgemacht, so von wegen, ich hatte halt doof rumgeschnackt, so und da haben wir ein Schnäppchen und zwei auf drei. Und dann hast du gesagt, ja, nächstes Jahr stehe ich da und dann dachte sie halt, ach Gott und so und ja, haben wir es dann halt zustande. Okay. Und jetzt bist du hier. Aber jetzt freue ich mich trotzdem und ich hoffe, ihr wählt mich. Liebe.
Schweizer Prinzessin. Heißt Anna Karina Behrens. Herzlichen Glückwunsch. Die erste Prinzessin heißt Sabrina Klattenberg. Die Flötenkönigin 2016 mit dem Namen Mandevilla die Erste für das Jahr 2016-17 heißt Nele Schellenberg. Mein Fanclub war super, die haben mich toll unterstützt, das war das Beste an dem Ganzen. Die haben ordentlich Stimmung gemacht und ich habe mich einfach gefreut, die zu sehen. Auch ich konnte meine Familie gut sehen von der Bühne aus, wir saßen da ja noch etwas länger und ich habe gesehen, dass meine Oma ein bisschen geweint hat und das hat mich dann auch zum Weinen gebracht. Später saßen wir dann auf dem Corso, auf dem Krönungswagen und sind auch angehalten, da kamen die ganzen Familienmitglieder hoch, haben uns beglückwünscht und das war natürlich auch ganz toll. Ich war einfach überhaupt gar nicht nervös. Ich habe das eigentlich ganz locker angesehen, bis es dann halt wirklich so weit war und ich da vorne stand und ich dann vor diesem Publikum stand und einfach so viel Applaus da war. Ja, und als dann unsere Nummern gefallen sind, die dann jetzt mitkommen sollen, es war ein wunderschönes Gefühl, also unbeschreiblich. Und man hat auch erst heute gemerkt, dass das wirklich tatsächlich so ist, wie es ist. Also nervös war ich erstmal nicht, aber als wir dann auf die Bühne gefahren sind und man seine Familie gesehen hat und Freunde, wo man genau wusste, es ist egal, was du wirst, für die bist du die Königin der Herzen. Gestern Abend, als ich dann nach Hause kam, hing ein Bogen an meiner Tür, dass ich unsere Blütenprinzessin stand da drauf. Und das ist wunderschön, dass die Familie einen so unterstützt.